Hallo und dobre, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem neuen Video, denn lang ist's her, da haben wir uns um die PlayStation Plus Spiele des Monats Mai gekümmert und das ist ja, wie gesagt, leider schon 2 Monate her. Letzten Monat hat es nicht ganz so geklappt, auch zeitlich hat es bei uns beiden nicht so ganz hingehauen, aber jetzt dachten wir uns, es sind so geile Spiele da drin, das muss auf jeden Fall mal wieder sein und heute mal ein bisschen bequemer von der Couch aus, beim letzten Mal mit dem Stehen war auch nicht so ganz cool. Aber wer ist wieder da und war lange nicht mehr da? Der Daniel! Yo, moin moin! Nach langer Zeit bin ich mal wieder da und bevor ich noch sentimental werde, lasst uns anfangen! Los geht's! Gameski! Wir beginnen mit einem sehr bekannten Franchise aus der Welt der Fantasy-Literatur und Serien, nur diesmal aus einer etwas anderen Sicht als vielleicht vorher bekannt. Viel Spaß mit Game of Thrones! Eine Hochzeit und damit eine Verbindung zweier Adelshäuser. Die Welt könnte so einfach sein. Doch Game of Thrones wäre nicht Game of Thrones, wenn das Ganze nicht in einem riesigen Blutbad enden würde. So beginnt eure Geschichte in Game of Thrones A Telltale Game Series. Doch ganz langsam. Ihr seid ein Knappe namens Garrett und dient dem Lord von Eisenrad, Gregor Forrester. Dieser möchte euch für eure treuen Dienste belohnen und bietet euch einen Platz als ebenbürtiger Soldat neben ihm an. Bereits in diesen frühen Gesprächen habt ihr die Möglichkeit, mit verschiedenen Antworten auf Gesagtes zu reagieren. Jedoch halten sich die Konsequenzen für den Storyverlauf noch stark in Grenzen. Aber zurück zur Beförderung, sowas muss gefeiert werden und der Wein fließt nur so in Strömen. Als ihr dann zusammen mit Statist 37 losgeht, um Nachschub zu holen, bemerkt ihr, dass sich die Gegenseite bewaffnet, statt sich zu betrinken. Ihr entscheidet euch also dazu, zurückzukehren und die anderen zu warnen. Zu spät, der Angriff beginnt und damit auch die Action für euch. Nun seht ihr das zweite Kernelement des Spiels, die Quicktime-Events. Rechtzeitiges Drücken, schnelles wiederholtes Drücken oder vorheriges Zielen und Drücken der angezeigten Tasten ist gefragt. So bestreitet ihr nämlich alle brenzlichen Kämpfe und Situationen in Game of Thrones. Den Ausgang der Schlacht verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht. Die Hochzeit ist nur eine Art Tutorial, später können die Kämpfe deutlich länger und schwieriger werden und eure Entscheidungen mehr Tragweite haben. Doch das grundlegende Gameplay habt ihr nun gesehen, der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Und jetzt wird's gruselig. Bei Until Dawn. Until Dawn startet in klassischer Horrorfilmmanier mit einer Gruppe Jugendlicher in einer verlassenen, düsteren Winterlodge auf einem Berg. Die Story beginnt mit einer langen Cutscene, in der die Gruppe Hannah, einem der Mädchen, einen Streich spielt. Diese läuft daraufhin beschämt in die kalte, dunkle Nacht und Beth, ihre Schwester, läuft ihr nach, um sie zu suchen. Und hier beginnt auch schon das Tutorial des Spiels. Nachdem ihr das Tutorial beendet habt, befindet ihr euch im Therapieraum eines echt unheimlichen Psychologen, der euch Fragen zur wahrheitsgemäßen Beantwortung stellt. Was es damit auf sich hat, möchten wir an dieser Stelle aufgrund von möglichem Spoiler nicht verraten. Anschließend kann es also endlich losgehen mit dem Horror. Falsch gedacht. Denn jetzt werden erstmal die Charaktere des Spiels und deren Beziehungen untereinander vorgestellt, was bei uns knapp eine Stunde Zeit in Anspruch nahm. Nachdem wir nun alle kennengelernt haben, geht es endlich los. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass sich Until Dawn durch Motion Capture und unzähligen Cutscenes eher wie ein interaktiver Film als ein Computerspiel anfühlt. Jeder der zur Verfügung stehenden Charaktere wird in voneinander abgegrenzten Szenen gespielt. Dabei verändert ihr durch Entscheidung und dem, wie ihr euch verhaltet, die Beziehung zu eurem Gegenüber und den Verlauf der Story. So kann es zum Beispiel sein, dass jemand, der euch am Anfang des Spiels mochte, am Ende überhaupt nicht mehr leiden kann. Das Spiel selbst wechselt von ruhigem Horror bis hin zur pulstreibenden Jagd mit gut platzierten Quicktime-Events, die allerdings nicht immer unbedingt die wichtigsten Entscheidungen zugrunde haben und deshalb teilweise so wirkten. Ich muss unbedingt aufs Klo.
Die Stimmung und die Atmosphäre im Spiel ist durchweg düster, bedrohlich und teilweise echt furchteinflößend, was durch das Setting der Schneehütte, die Tatsache, dass die gesamte Geschichte in einer Nacht stattfindet und ausgezeichnete Musikuntermalung sehr gut in Szene gesetzt wurde. Außer einer spannenden Story und guten Charakteren bietet Until Dawn auch noch was für die Sammler unter euch, denn es gibt Collectibles, wie zum Beispiel mehrere Arten von Totems und Beweisen, die es zu finden gilt. Abschließend bleibt nur zu sagen, Until Dawn ist mehr interaktiver Film als ein Spiel, was mit guten Cutscenes aufwartet, sehr, sehr gut gemachten Charakteren dank hervorragender schauspielerischer Leistung. Düstere Atmosphäre ist garantiert, dank der super untermalenden Musik. Die Story ist sehr, sehr gut gemacht, dank einiger Twists. Gruselgarantie ist definitiv gegeben und deswegen geben wir Daumen hoch. Und der nächste Titel nennt sich That's You. Und das Besondere daran ist, wir brauchen nicht den, sondern das. Am Anfang von That's You gibt's erstmal eine Erklärung, die einem sagt, dass man eine App auf sein Smartphone downloaden muss. Also nichts mit sofort anfangen, erstmal App runtergeladen und nachdem man die App gestartet hat, wird ein Profil erstellt, in dem man ein Selfie von sich macht und seinen Namen eingibt. Beim Selfie stehen diverse Tools und Features wie zum Beispiel Spiegeln, Wölben oder Verzerren zur Verfügung. Wenn man zusammen in gemütlicher Runde spielen möchte, müssen mindestens 2 oder maximal 6 Leute am Start sein. Einmal alles vorbereitet, meldet sich ein mehr oder minder aufdringlicher Sprecher und erklärt kurz den Ablauf des Spiels, das auf einen wartet. Also gut. Dann sind wir wohl bereit. Okay, das Wichtigste zuerst. Das hier ist ein besonderes Spiel. Hier braucht ihr nur eins zu wissen, nämlich viel übereinander. Zusammenfassung. Jeder Spieler ist einmal dran. Während er dran ist, geht es in den nächsten kleinen Spielen um ihn. Es werden zum Beispiel Fragen gestellt und Antworten vorgegeben. Auch der Mitspieler, um den es geht, muss antworten. Übereinstimmungen bringen Punkte. Ebenfalls typische Aufgaben sind Zeichnungen, die zu einer bestimmten Situation passen sollen. Hier werden die Besten gewählt und auch hier zählen die Übereinstimmungen. Jede Spielrunde erhält ein eigenes Szenario. Bei uns waren es beispielsweise eine Reise in einem Zugabteil und eine Schulstunde. War jeder Spieler einmal dran, werden die Punkte zusammengezählt und das Spiel ist vorbei. That's You ist auf jeden Fall eine gelungene Abwechslung auf dem Spielemarkt, denn zusammen mit seinen Freunden auf der Couch zu sitzen und zusammen mit seinem Smartphone Dinge über den Freund erraten oder lustige Sachen zu zeichnen, hat uns auf jeden Fall auch ziemlich Spaß gemacht, sogar wenn wir nur zu zweit waren. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass die ganze Sache mit vielen Leuten besonders viel Spaß macht. Das einzig Negative, was mir aufgefallen ist, ist, dass die App sehr, sehr viele Berechtigungen von euch haben möchte, unter anderem Zugriff auf euren Browserverlauf. Mir persönlich hat das nicht so gefallen. Aber wenn man bereit ist, dieses Risiko, sag ich mal, einzugehen und sowieso Facebook oder WhatsApp benutzt, kann einem das egal sein. Und dann kann man das gerne mal an einem Abend ausprobieren. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Kurva Marsch! Und zum Schluss noch ein Mini-Mini-Mini-Game mit dem süßen Titel Don't Die, Mr. Robot. Nein! Nein! Der Duppe! Dabei heißt das Spiel doch Don't Die, Mr. Robot. Ja, der Name ist Programm. In allen 4 Modi des Spiels seid ihr am besten beraten, wenn ihr bloß nicht sterbt. Doch fiese Feinde versuchen jedoch genau dies herbeizuführen und es sind viele. Sehr viele. So ist ein Tod früher oder später nicht zu vermeiden. Doch ihr gebt euer Bestes und nutzt die einzige Möglichkeit des Spiels, Bewegung. Der linke Stick ist euer bester Freund. Doch warum dann überhaupt 4 verschiedene Modi? Fangen wir doch mit dem Remix-Mode an. In diesem erledigt ihr verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel möglichst lange zu überleben oder möglichst viele Gegner mit Früchten zu besiegen. Ach so, ja, nehmt ihr Früchte auf, entsteht eine Druckwelle, die in der Nähe befindliche Feinde eliminiert. Wow! Umso mehr Aufgaben erledigt und umso besser die Aufgaben erledigt wurden, desto mehr Punkte landen auf eurem Konto. Der Arcade-Mode ist da etwas klassischer und möchte lediglich, dass ihr nicht sterbt. Don't die, Mr. Robot! Einmal gestorben, beginnt die Punktzahl wieder bei 0. Im Modus Time Attack ist es eure Aufgabe, in 2,5 Minuten so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Und zu guter Letzt haben wir meinen Lieblingsmodus, der Chiller Mode. Das Ganze funktioniert ähnlich wie beim Arcade Mode, nur ist alles etwas langsamer und entspannter. Auch die Musik lässt sich von den langsamen Gegnern treiben.
In den verschiedenen Modi sammelt ihr schließlich noch etwas Gold, das ihr direkt im Shop verballern könnt. Zum Beispiel für einen besseren Schild, mehr Auftrieb, Beschleunigung oder einen Magneten. Mit Don't Die, Mr. Robot hat man natürlich kein vollwertiges Spiel, aber dennoch hat der kleine Roboter Potenzial. Denn sowohl ambitionierte Zocker, die versuchen, ihren Highscore bis in die höchsten Höhen zu treiben, als auch Casual Gamer, die einfach nur versuchen, ein paar Minuten totzuschlagen, kommen definitiv auf ihre Kosten. Ist auch nur etwas über 400 MB groß, also ein Versuch definitiv wert. Und das waren sie auch schon wieder, die Games des Monats Juli. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like, einen Kommentar oder am besten sogar noch ein Abo da lassen könntet. Zum Schluss bleibt nur noch zu sagen: Dovizenja heißt auf Wiedersehen. Kurwa, das ist mein Spruch. Ja, dann mach doch. Dovizenja heißt auf Wiedersehen und ciao.